Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur nächsten Folge The Inner World, der letzte Windmönch. Ja, wir waren soweit. Wir haben den Ballon von Emits Kopf mit Steinstaub von Conroys Kopf gefüllt. Also der Emits Kopfballon ist jetzt gefüllt mit Conroys Kopfmatsche. Ja, strange. Wenn ihr es verpasst habt, guckt die letzte Folge. Auf jeden Fall werden wir das jetzt hier dran befestigen und hoffentlich muss ich mir dadurch niesen, weil er den Staub ins Gesicht kriegt. Mal schauen. Das könnte funktionieren. Wow, Spannung. Eine bekannte Ära. Conroys Ära. Eine Ära der Ordnung und Regeln und Sicherheit. Dingsens und die kleine Schwester. Oh. In der niemand von uns allein ist. In der niemand zurückgelassen wird. Conroy zu Ehren soll heute allen Flötennasen ein Ende gesetzt werden. Er möge wieder auf er... Flötennase! Ach du meine Nase. Ich wusste es. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Es funktioniert. Das ändert nichts. Gar nichts. Ich bin nicht wie Sie. Ich bin ein Asposer. Ein Konorganist. Ihr müsst verstehen. Oh Gott, ich voll gewonnen. Nein. Ich bin auf eurer Seite. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Wache. Schupf die Flötennase in den Brunnen! Oh nein! Heute stirbt niemand! Flötennasen, spielt, was das Zeug hält! Ja! Auf mein Zeichen! Du bist also Emil. Bist du derjenige, der Conroy ermordet hat? Oh, es war ein Unfall. Ermordet ist so ein hartes... Ja. Aber wenn du selbst eine Flötennase bist, warum hast du sie dann alle? Ich bin vielleicht mit Löchern in der Nase geboren worden. Aber ich habe mich dafür entschieden, normal zu sein. Mich an die Regeln gehalten. Ich habe eine Familie gehabt. Eine, die mich wollte, nicht ausgesetzt hat. Ach du meine Güte. Ich glaube, ich weiß, wer du bist. Du wurdest nicht ausgesetzt. Meine Mutter hat mir immer die Geschichte vom Brunnenkind erzählt. Ein kleiner Junge ist vor Jahrzehnten in den Windbrunnen gefallen und nie wieder aufgetaucht. Die Dynastie ist weit in den Brunnen hinabgestiegen und hat dich jahrelang gesucht. Wir dachten, du wärst tot. Ich habe immer geglaubt, das wäre ein Märchen. Meine Mutter wollte nicht, dass ich auf dem Brunnenrand Seil springe. Ich wurde nicht ausgesetzt? Oh. Das erklärt diesen seltsamen Traum, den ich immer wieder habe. Ich träume, dass ich ein kleiner Junge bin und in einen Windbrunnen falle. Oh. Macht Sinn. Was machen wir denn jetzt mit ihm? Wir sollten ihn... Wir werden ihn nicht umbringen. Er gehört zur Familie. Das stimmt nicht. Ich bin nicht wie ihr. Was sollen wir tun, euer Gnaden? Ich bin keine verdammte Flötennase. Ich bin normal. Bringt ihn zum Schweigen? Bringt ihn zum Schweigen. Hui, erster Befehl. Liebe Asposa, es ist an der Zeit, dass ihr die Wahrheit erfahrt. Ja! Es gibt keine fliegenden Windgötter. Die Basilen waren von Conroy gebaute Maschinen, die Wahrheit. Angst unter den Leuten zu schüren. Und mit diesen Maschinen hat er die Flötennasen versteinert. Die Flötennasen beschwören diese Monster nicht. Sie beschwören den Wind. Sie bringen uns das Leben. Sie sind die rechtmäßigen Herrscher Asposiens. Der Verrückte hat recht. Das ist die Wahrheit. Darum habe ich beschlossen, dass in Zukunft ich die Regierung übernehme.
Mein Name ist Konfusius. Und hier ist, was ich glaube. Ich glaube, wir sind alle eine große Familie. Das klingt doch eigentlich nicht schlecht. Flötennase, versuchst du schon wieder vor deiner Verantwortung abzuhauen? Hören wir doch erst mal, was er zu sagen hat. Eine Familie, die von einer dreieckigen Murmel abstammt, die aus dem unendlichen Erdreich kommt. Okay. Ich glaube nicht an die Realität. Ich glaube, wir alle sind ausgedachte Figuren in einer unmöglichen Welt. Was? Ich glaube, es gibt mindestens vier von mir, die hier irgendwo rumlaufen. Einer ist böse und ich bin mir nicht sicher, ob ich es bin. Ich habe es schon zweimal geschafft, eine Kaktee mit einem Wulluf zu kreuzen, damit diese länger Wasser speichern können. Meine erste Mission als euer neuer Herrscher wird es sein, eine Leiter zu erfinden, die das Rad ersetzt. Okay, stopp! Und wer bist du? Bin der rechtmäßige, Komm schon! Yay, Mama Dola! Er ist der wahre König von Asposien. Gern geschehen. Jetzt musst du's nicht selbst sagen. Los jetzt, Junge! Schwing dein Hintern ans Pult und lass die Leute hören, was du zu sagen hast. Liebe Asposa, ich weiß, die letzten Jahre waren nicht einfach. Das waren sie für meine Familie auch nicht. Das muss ein Ende haben. Wir können uns nicht mehr hassen. Wir könnten uns nicht länger vor der Welt verstecken. Es wird Zeit, dass wir uns alle kennenlernen. Mein Name ist Okario Boe der Dritte. Und mein Vater war der König über die Flötennasen und die Windbrunnenwächter, bevor Conroy ihn ermordet hat. Wisst ihr was? Ihr solltet euch einfach selbst jemanden aussuchen, der euch regiert. Ich weiß, ich würde es mir gerne aussuchen. Was tust du denn da? Genau das Richtige. Nehmt Laura! Bis ihr jemanden gefunden habt, den ihr gerne als Anführer hättet, kann ich das übernehmen. Was sagt ihr dazu? Der eine guckt aber brummig da. Ich nominiere meinen Nachbarn Henker. Der leiht mir immer seine Gießkanne. Der wäre bestimmt ein guter Herrscher. Ich nominiere mich. Warum? Das war klar. Ich wäre wirklich, wirklich gerne König von Asposien. Ich finde, das hört sich gut an. Er hat meine Stimme. Oh Gott, diese Vollidioten haben dich nicht verdient. Aber ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ich bin stolz auf dich. Danke, aber dein Plan war besser. Wäre ich nicht so feige gewesen, hätte ich auf dich gehört. Du konntest ja nicht wissen, wie fanatisch Emil ist. Nicht so fanatisch wie ich. Niemand ist so fanatisch wie du. Ich bin auch stolz auf euch. Danke. Du kannst jetzt loslassen. Libretta? Einen kleinen Moment noch. Na komm, Flötennase. Libretta steht auf Laura. Zeig mal, was du als König so drauf hast. Libretta steht eindeutig auf Laura. Hat da irgendjemand gerade Geld fallen lassen? Sehr gut. Alle verbeugen sich. Aber wie süß, wir haben es durch. So süß. Ach, schade. Ich hatte gehofft, es geht noch ein bisschen länger, das Spiel. Warum macht ihr eure Spiele so kurz? Macht sie länger oder macht mehr? Einfach so süß. Inner World ist einfach ein so, so, so süßes Universum. Es ist großartig. Und ich habe immer noch zwei DIYs davon auf meiner To-Do-Liste. Einmal Mama Dolas Phosphos-Mütze. Definitiv geplant.
Allerdings schon an Platz 2 gerückt, obwohl schon die erste Idee ist seit der ersten Folge. Aber wir haben das letzte Mal ja, als wir den letzten Windmönch gefunden haben, das kleine süße Baby, was ist das? In seinem Raum war ein Erdbeerplüsch. Und das wird auf jeden Fall Prototyp ist schon in Arbeit und fast fertig. Ich muss noch gucken, ob ich mit der Größe zufrieden bin. Dann wird es dazu auch ein Video geben. Werde ich dann auch hier auf jeden Fall posten und so. Ja. Großartiges Spiel, großartige Musik, großartiger Humor, wie ich finde. Leider ist Detze nicht mehr richtig aufgetaucht. Ich hatte gehofft, dass der zumindest irgendwie am Ende nochmal kurz auftaucht und irgendwie ein, zwei Sätze sagt oder so. Ich meine, klar, ohne Detze und seinen Tacker hätten wir das nicht geschafft. Müssen wir einfach sagen. Ohne Detze sind wir in diesem Spiel aufgeflogen. Wir sind immer auf seine Hilfe angewiesen. Er ist halt ein echter Abenteurer. Ach ja, aber ein so schönes Spiel. Es war auch schön, dass man die Rollen wechseln konnte, dass man halt Huck spielen konnte oder Laura. Das fand ich sehr gut. Das hat echt sehr viel Dimension noch reingebracht in Spielen. So, ja, das hat, war halt dieses etwas Neue, was dann jetzt Teil 2 hatte im Gegensatz zu Teil 1. Obwohl ich finde, dass so Inner World jetzt gar keine Erneuerung gebraucht hat. Aber finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Cooles Feature. Ja. From the team. Katrin ist eine ganz liebe, die auf Gamescom auch getroffen. Die retweetet auch immer auf Twitter. Ach ja. Danke fürs Spielen. Danke für dieses großartige Spiel, liebes The Inner World Team. Großartiges Spiel. Wirklich. Bitte, bitte macht mehr davon. Bitte, bitte, bitte macht einfach ganz, 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 ganz lange weiter, ganz fleißig mit Videospielen. Großartig. Muss man einfach so sagen an dieser Stelle. Ich würde mir so sehr jetzt noch irgendwie einen Clip von Detze wünschen. Ich weiß nicht, wieso ich so festgefahren auf Detze bin. Aber Detze hat mich einfach in Inner World 1 so mitgenommen. Ach ja. Großartiges Spiel. Ja, es ist vorbei. Leider. Leider. Lange haben wir drauf gewartet auf Inner World, der letzte Windmönch. Jetzt, nach sehr langer Zeit, weil ich zwischendurch ja nichts aufgenommen habe, haben wir es geschafft. Jetzt bin ich traurig. Ja. Aber jedes Spiel ist irgendwann zu Ende und wir fangen dann mit dem nächsten neuen Spiel an, was sicher auch toll sein wird. Aber in Inner World hängt mein Herz doch ein bisschen besonders dran. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Folgen dazu. Ja. Bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao. Eure Akira.